Hallo zusammen. Der Titel vom Video heißt Trau keinem Energielabel, das du nicht selber gefälscht hast. Was hier jetzt abgeht, ja, ist nicht schön. Aber kommen wir zurück, warum ich solche zwei Teile dabei habe. Ich mache auch nicht mehr so viele Videos. Ich bin am Knie operiert worden und das schauen wir uns zuerst an. Ja, wir sehen hier mein Knie. Hier wurde ein Reißverschluss eingesetzt mit 16 Stichen. Und wenn ich dann ein bisschen wegstehe und so ein bisschen gerade hinstehe, dann seht ihr auch, dass ich hier O-Bein habe. Hatte ich hier früher auch und hier ist jetzt gerade. Ja, jetzt muss ich dann alles neue Hosen kaufen. Zweite Bein kommt auch noch, aber hier seht ihr das Röntgenbild nach der OP, also oben Metall, unten Metall, das ist von der Seite. Und hier seht ihr das Knie von vorne. Ja, vier Teile eingesetzt, Obenteil, Untenteil, zwischendrin eine Gummiplatte und vorne eine halb neue Kniescheibe. Aber kommen wir zurück zu den Energielabeln. Ihr kennt das Energielabel hier, das ist so von 2010, da war diese Box Energieklasse A++. Dann kam ja 2019 die Gesetzesänderung, weil wir kein Gleichstrom, im Gesetz heißt AC-DC-Converter drin haben, sondern AC-AC-Converter, hätten wir kein Labelpflicht. Und jetzt haben sie mit einer Omnibusverordnung vom 17. Dezember 2020 wurde das aufgeleist und hier am 23. Februar wurde diese Verordnung dann umgesetzt. Am 26. Februar dieses Jahres wurde das publiziert und ab 1. März dieses Jahres ist die gültig. Das heißt, diese Geräte, die einen 220 Volt Anschluss haben, sind mit integriertem Netzgerät, sind alle labelpflichtig. Jetzt ein Gerät mit 12 Volt ist ja nicht labelpflichtig. Wenn ich das Gerät hier über solch einen Netzadapter betreibe, extern, und ich erwerbe diesen Netzadapter nicht mit der Kühlbox zusammen, ist die Box nicht labelpflichtig. Erwerbe ich das Netzgerät im gleichen Job, die gleiche Rechnung für diese Kühlbox, ist sie wieder labelpflichtig. Das schaut keine Sau durch. Aber es gibt jetzt auch noch ein zweites zu dieser Box. Also wir haben neu das Energielabel, das sieht dann so aus. Und zu diesem Energielabel gibt es dieses Datenblatt. Und der Energieeffizienzindex bei dieser Box hier 102 und somit ist diese Box Kategorie F. Wir haben hier einen Energieverbrauch von 82 Watt und hier haben wir einen Energieverbrauch von 84 Watt. Wo kommt der Unterschied her? Das ist unser Energielabel, wir bezeichnen das als 84 Watt. Und diese Box hier ist die von Vitrifrigo. Das ist die gleiche Kühlbox, vom gleichen Hersteller, gleiche Technik, alles gleich. Aber die braucht nur 82 Watt. Ja. Jetzt haben wir aber ein neues Gesetz, was sagt, Kühlboxen oder Kühlgeräte, die ein Energielabel haben von G, dürfen nicht verkauft werden. Beziehungsweise die hängen es am Energieeffizienzindex auf, also eine Box mit einem Energieeffizienzindex über 125, das ist grottenschlecht, G, darf nicht mehr verkauft werden. Ab 1. März 2021. Diese Box hier hat Kategorie F, also
Energieeffizienzindex von 100 oder über 100, die darf in der Schweiz ab 1. März 2021 nicht mehr importiert und nicht mehr hergestellt werden. Jetzt wisst ihr ja, wie das läuft. Die Box kommt aus China, haben wir November zum Beispiel bestellt. Und jetzt nächste Woche kommt eine Ladung an. Container. Wir haben also Vorläufe, die sind schneller als die EU-Omnibus-Verordnungen. Könnt ihr googeln, was eine Omnibus-Verordnung ist. Jetzt darf ich diese Box hier, weil sie einen Energieeffizienzindex von 102 hat, in der Schweiz ab sofort nicht mehr importieren und in der EU ab 2023 nicht mehr verkaufen. Also in der Schweiz wird der Händler geschützt, wenn also irgendwo ein Gerät rumliegt, darf man das trotzdem verkaufen. Ja, also das heißt, diese Box kann ich jetzt eigentlich nicht mehr verkaufen nach dem aktuellen Gesetzeslage. Jetzt ist das Energielabel von Vitri, genau über die gleiche Kühlbox. Und ihr seht, das ist Kategorie D. Und der Energieverbrauch von ursprünglich 82 Kilowattstunden hat sich gesenkt auf 66. Die gleiche Box, genau gleich gebraucht, braucht plötzlich nur noch 2/3 Energie. Somit ist die natürlich Kategorie D und somit ist die Box wieder verkaufbar. Wo der Energieverbrauch herkommt, das kann ich euch nicht so genau sagen. Wir lassen diese Box jetzt da mal stehen. Zur Info, was das für eine Box ist, das ist, das klebe ich vielleicht hier hin, das seht ihr, das ist die Y45PX von uns. Aber wir haben ja zum Beispiel die Firma Dometic und die haben die CFX3. 45, dass ich auf dem gleichen Niveau bin, ihr könnt das alles durchlesen. Diese Box hier ist Energiekategorie C. Also die ist besser als diese Box, die bei uns F ist und bei Dometi, bei Vitri auch F ist. War, jetzt ist sie D. Die ist C. Der Energieeffizienzindex ist 53 und der Verbrauch ist hier 41 Kilowattstunden. Die Datenblätter findet ihr im Internet, das ist überhaupt kein Thema. Ich habe jetzt zwar auf der Homepage von Dometic und wir finden hier wieder, irgendwo habe ich den Energieverbrauch, 41 Kilowattstunden im Jahr auf 230 Volt. Auf 12 Volt braucht die Box 400, also 0,49 Kilowatt, das sind also mal 365 sind das 178 Kilowatt, die die Box von Dometic auf 12 Volt braucht. Weil 12 Volt nicht bemessen wird, ist das eigentlich scheißegal, aber die haben super Netzgeräte drin. Wenn ich ein Netzgerät drin habe, so wie das oder hier fest eingebaut, das spielt keine Rolle, und der Kompressor ist ein 12 Volt, wenn ich 100% Wirkungsgrad habe von diesen Netzgeräten, dann hätte ich ja den gleichen Stromverbrauch auf 12 Volt und 220. Dometic hat einen Wirkungsgrad von 400%, also die brauchen auf 230 Volt viermal weniger Strom als auf 12 Volt. Durch das haben wir ja wieder die Differenz. Ja, ich könnte jetzt hier, ich bin durchs Netz gesurft und habe mir die Datenblätter ausgeguckt. Ich habe hier eine Box von CarBest, das Datenblatt könnt ihr euch auch runterladen. Ist auch vom Volumen her 40 Liter, ist nicht weit daneben. Kategorie E, aber Verbrauch von 153 Kilowattstunden. Also das heißt, die braucht jetzt mehr
Diese Box braucht jetzt das Doppelte von der, reell gesehen, ist aber vom Energieeffizienzindex E, ist besser als F, was die eigentlich ist. Fakt ist, Engel, bekannter Hersteller, der kann seine Boxen jetzt an sich nicht mehr verkaufen. Ich habe schon ein Video gemacht, weil sie Kategorie F sind. Diese Box hier, wenn wir ehrlich sind, Kategorie F können wir nicht mehr verkaufen. Also fangen wir an, die Werte zu bescheißen wie alle anderen. Also das heißt, ich kann mich auf dieses Energielabel nicht mehr verlassen. Das Energielabel sagt nichts aus über den Energieverbrauch. Habe ich zum Beispiel eine Absorberkühlbox, das sind die Boxen, die mit 12, 220 und Gas laufen, die rund 8-mal mehr Strom brauchen wie eine Kompressorkühlbox, die sind in Kategorie D. Schlecht. Schlechter gibt es gar nicht mehr. Nur, diese Geräte sind geräuschlos. Durch das habe ich kein Verkaufsverbot. Das heißt, ich darf, wir haben das Energiegesetz, schlechte Geräte verkaufen, wenn sie geräuschlos sind. Aber wenn ihr mal einen Absorberkühlschrank anhört, wie laut dass der ist auf Gasbetrieb, Einströmgeräusche und so weiter, dann ist das auch nicht mehr geräuschlos. Ja, das ist die Situation. Wir dürfen seit mit dieser Omnibusverordnung, die kurz vor Weihnachten am 17. durchgewunken wurde, 17. Dezember, eigentlich keine Kühlboxen mehr verkaufen, wenn wir ehrlich sind. Ich bin eigentlich eine ehrliche Haut, nur was mache ich jetzt? Mache ich die Kühlbox ohne Netzgerät, nur noch 12 Volt? Das ist eigentlich schlecht. Liefere ich das Netzgerät dazu, darf ich es euch nicht mehr verkaufen. Wenn ich es dazu schenke, eigentlich auch nicht. Ich muss das Netzgerät in einem anderen Shop irgendwo anbieten für irgendwas anderes. Aber der Stecker passt dann genau hier auf die Kühlbox. Kommt mir vor wie ein Dieselskandal. Abgasskandal, VW hat's erwischt, die anderen haben mitgemacht. Was sollen wir hier in Zukunft machen? Ich habe hier jetzt ein eigenes Label kreiert, No Label, kein Label. Ja, weil sie 12 Volt ist. Mit dem Netzgerät ist sie dann nicht mehr. Ich stehe ein bisschen ratlos da, schlag mir in die Kommentare, was Sache ist, ihr könnt die Datenblätter alle nachschauen. Entweder muss jetzt einer bescheißen, dass er die Boxen weiter verkaufen kann, werden können mit 230 Volt. 12 Volt ist wieder ausgenommen. Bescheißen oder nicht mehr verkaufen. Das sind die Gesetze der EU. In der Schweiz haben wir die schon schneller übernommen. Ich werde irgendwann wieder mal ein Video machen, nicht so viel wie vorher, weil ihr seht hier, ich bin immer noch lädiert. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.